So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Ori and the Blind Forest. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist wirklich wundervoll. Und ich bin vielleicht ein bisschen spät dran damit, aber das wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Und deswegen legen wir auch gleich los. So, ich habe ja schon ein bisschen gespielt, das sieht man, 72%. Fast durchgespielt und wir starten aber natürlich auf einem neuen Speicherplatz. Und das Intro geht jetzt gleich los und ich halte mal die Klappe. Das Spiel viel zu sicher redet und am Anfang sehr auf die Story baut, deswegen halte ich jetzt meine Klappe. Ja, das hier ist Ori. Thank you.
So, und damit noch einmal herzlich willkommen zu Ori and the Blind Forest. So, wir sind jetzt im quasi Spiel. Wir können hier rumspringen. Ja, mehr können wir noch nicht, aber das wird später noch kommen. Alles zu seiner Zeit. Drückt nach unten, können wir nach unten springen. Logisch. Da sollten wir möglichst nicht reinrennen. Das ist sehr ungünstig. Und auch dieses Wasser hier sieht nicht wirklich gesund aus. Oder? Und was mache ich? Ich jump erstmal rein. Und ertrinke. Super. Das geht ja gut los. Ich bin noch schneller gestorben. Na wohl. Bei meinem ersten Run bin ich ja doch gerade ein bisschen besser, besser gesprungen. Ich sollte aufhören, so schnell zu reden. Das tut nichts. Aber dann füllt unsere Lebensanzeige wieder auf. Ganz klar. Und jetzt hier rüber. Und eine Energiezelle. Mit Energiezellen kann man Speicher verbinden. Also Seelenverbindungen herstellen, mit denen gespeichert wird. Kannst du überall machen, wenn du genug Energie hast. So. Und das ist aber noch fucking laut. Au. Ich bin ein bisschen aus der Höhe, habe ich gemerkt. Verdient. Ja, das Geisterlicht füllt diesen Kreis unten auf und da bekommen wir einen Fähigkeitspunkt, wenn der voll ist. Dazu aber dann später mehr.
ein. Das Licht und die Augen des Geisterbaums. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich verstehe den Satz immer noch. Nee, egal. Ich kann dich auf seine Reise führen, wenn du das möchtest. Und doch, hörst du das? Sie müssen hier gefolgt sein. So. Jetzt haben wir hier die Geisterkammer. Das ist quasi das Mittel, mit dem wir kämpfen. Ziemlich nice. Und macht auch wirklich viel Spaß. So. Weg damit. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt den Weg. Da müssen wir jetzt hin. Zum Geisterbaum. Können wir jetzt nach Dings gehen und dann haben wir hier die ganzen Fähigkeiten. Also drei verschiedene Fähigkeitsbäume. Einmal hier, das ist glaube ich, was Gesundheit und so angeht. Der grüne, die lederne sammelbare Gegenstände und der rote Kampf. Und da setzen wir mal den ersten in die Pflanzenseite. Ach ja, ein wunderschönes Spiel. Gehört zu dem Genre der Metroidvania-Spiele, wovon es ja 2015 sehr viele gab. Also Metroidvania, wer für die Leute, die es nicht wissen, das sind diese Spiele, die wie die alten Metroid-Teile gestrickt sind. In denen man halt, wenn man irgendwo nicht weiterkam, erst eine bestimmte Fähigkeit brauchte, um dann weiterzumachen. Also viel Backtracking und so weiter. Das wird hier auch sein. Mal gucken, ob ich... Ich werde zumindest alles mitnehmen, was ich finden kann. So, aber jetzt... Geisterportale sind uralte Strukturen, die durch die Wurzeln des Geisterbaums verbunden sind. Nutze ihr Licht, um deine Kraft zu erneuern, wann immer du erschöpft bist. Ja, das sind so eine Art Wiederauffüll, so eine Art, ja... Natürlich auch von allen Sachen, Leben, Energie und so weiter. Und zum Speichern des Spieles. So, die ganzen Viecher hier platt machen. Dann können wir hier hoch. Moment. Jo, gab's da noch was? Aha! Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Ja. Das enthält jetzt Geisterlicht quasi, womit wir dann wieder neue Fähigkeitspunkte bekommen können. So, hier rüber, da links und wieder hier. So, na schön, also, mal da. Und wieder ein Fähigkeitspunkt. So. Außerdem. Ein Schlüsselstein gefunden. Habe ich erwähnt, dass dieses ganze Spiel handgezeichnet ist? Also die Hintergründe, die Figuren, ist alles mit Hand gezeichnet. Und wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsspieler. So. Oh Gott, ich muss niesen, oder? Nein, noch nicht. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Ja. So, einen von diesen Schlüsselsteinen haben wir gerade gefunden. Der andere ist da oben. Wo wir jetzt auch gleich noch hingehen müssen. Hier rum, alles kein Problem. Springen. Darüber und darüber. Da haben wir den zweiten Schlüsselstein.
Und je nachdem, wie viele Löcher da drin sind, haben wir mehr Schussstärke. So, mein Speicherpunkt kann nicht schaden. Dann können wir gleich nochmal Geistermagnet skillen. Die meisten Sammeleffekte werden nun von Ori angezogen. Hallo. Ah. Okay. Geisterhöhle, hol ein. Und ja, was wurde gesagt? Ich habe durch die Geisterhöhle. Schlüsselsteine. Das heißt, wir gehen erst zurück. So. Ja, ich bin auf jeden Fall kurz bei Energie drauf. Genauso wie das mit den anderen Lebensdingern ist. Moment, aber gucken wir erstmal, was hier unten ist. Ja, Gegner. Sonst noch was? Ah. Ori, ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Das Ding deckt halt unsere Karte auf. Mit dem Kartenstein halt. Also mit dem Kartensteinfragment. Was uns ja gerade erklärt wurde. So. Und kommen wir nicht weiter, das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Mal gucken, was uns hier erwartet. So. Jetzt kommen wir ja nicht wieder zurück, ne? Ist doof jetzt. Also müssen wir hier weiter. Ah, aua. Au! Ach, immer derselbe! Oh, es ist ein wunderschönes Spiel. So, mal gucken. Was wir hier haben. So, hier geht's auch tief runter, da kommen wir nicht lang. Was haben wir? Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Fiel im Geist darin. Du hast den Wandsprung erlernt. Ja. Mit dem Wandsprung können wir jetzt Wände erklimmen. Ungefähr so hier, indem wir mehrfach springen. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln. Und nutzen. Ja. Super nett. Aber ich würde sagen, hier ist ein guter guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Immer schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Projekt haltet. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ich würde mich auch über ein Abo freuen, wenn ihr mehr, also könnt auch ein Abo da lassen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, hoffentlich seid ihr das nächste Mal auch wieder damit dabei. Bei Ori and the Blind Forest. Und ich würde sagen, bis dahin, Freunde, haut rein und ciao!